Renten und Sozialpolitik auf den Rücken der Ärmsten. Rückkehr in die rentenpolitische Steinzeit. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich betreibe den Kanal Eine gerechte Rente für alle Generationen. Ja, meine Damen und Herren, was wir aktuell erleben, heute ist der 15. Juli 2024, ist wirklich eine sozialpolitische Zeitenwende. Die rot-grün-gelbe Arbeits- und Sozialpolitik gleicht einer der Formel zwei Schritte vorwärts, drei Schritte zurück. So kann man es auch sagen. Zuerst hat es ja gehießen, als der Haushalt also noch völlig in Ordnung war, Hartz IV muss man überwinden, um den Fachkräftemangel zu beheben. Leistungsbezieher sollten einen Bürgergeldbonus bekommen in Höhe von 75 € im Monat. Damit sollten diese zur beruflichen Weiterbildung motiviert werden. Und das hat man dann schon einmal wegen der Probleme im Bundeshaushalt ein halbes Jahr später nach Inkrafttreten, muss man sich mal überlegen, wieder zurückgenommen. Also das hat man einfach abgeschafft. Ja, das ist typisch FDP, einfach weg damit. Und dass die SPD das mitgemacht hat, ist völliger Irrsinn. Ja, aber daran sehen Sie auch mal die Rückgratlosigkeit dieser Ampelregierung, dieser Politiker, angeblicher großer Sozialpolitiker in der SPD, fürchterlich, meine Damen und Herren. Also kann man sich wirklich nur ärgern, dass so etwas überhaupt möglich ist. Ja, meine Damen und Herren, und bei der Einführung des Bürgergeldes, da hatte man den Arbeitslosen eine Karenzzeit von einem Jahr gewährt. Ja, auch das wissen Sie, damit er sich beruflich neu orientieren kann und die Sanktionen deutlich abgeschwächt. Die haben ja überhaupt nichts gebracht, die Sanktionen. Im Hartz IV, das haben ja diese Leute in Berlin überhaupt nicht begriffen, hat das überhaupt nichts gebracht. Jetzt, nach dem Haushaltskompromiss, halbiert man die Karenzzeit, während der das Vermögen der Leute und die Wohnungsgröße nicht überprüft werden kann. Auf 6 Monate. Und man verschärft Leistungsminderungen, also Sanktionen in Größenordnung, im Einzelfall sogar mehr als bei der ursprünglichen Gesetzeslage. Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Da kriegt man für das erste Meldeversäumnis, Nichterscheinen beim Termin, 30% Leistungskürzung für einen Monat. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen eins sagen, das wird die Sozialgerichte an den Rand des Wahnsinns treiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute sich das gefallen lassen. So, und da haben die Regierungsparteien auch noch mit der Verschärfung, also die Regierungsparteien haben ja mit der Verschärfung dieser Sanktionen, die ja deutlich hinter dem zurückfallen, was bei Hartz IV los war, da wirklich eine Sozialmarkt- und rentenpolitische Brandbombe gelegt, sondersgleichen. Also man kann hier wirklich nicht mehr sagen, dass das überhaupt noch eine zumutbare Regierung für Deutschland ist, sondern das ist eine absolute Rückschrittskoalition. Man kann sagen, es ist eine Steinzeitkoalition, fürchterlich. Ja, also ich ärgere mich da wirklich maßlos über so etwas. Ich bin Sozialpolitiker, Sozialrechtler mit Leib und Seele und muss dann so einen Unfug sehen. Und es ist ja auch wirklich so, das ist nichts anderes als neoliberaler Irrsinn, der hier letzten Endes für uns im Grunde genommen oder für die Ärmsten im Grunde genommen hier ganz, ganz großen Schaden anrichtet. Unter den 49 Einzelpunkten in dem Haushaltsentwurf, in dieser Wachstumsinitiative, auf diesem 31-seitigen Papier, ich hatte dazu auch schon ein Video gedreht, findet sich nicht eine einzige Maßnahme, die Wohlhabende und Reiche betrifft. Es gibt also weder eine Einführung einer Vermögensteuer noch irgendwas anderes, eine Steuererhöhung für die Leute. Es enthält aber wirklich massive Gesetzesverschärfungen für sozial Benachteiligte und Arme. Ja, das ist wirklich eine Schweinerei hoch 10, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn Sie sich das alles durchlesen, dieses 31-seitige Papier, dann denken Sie wirklich, das ist der Weihnachtszettel für deutsche Unternehmer und Bankenverbände. Ja, es wimmelt also sozusagen hier von einem Bekenntnis, von Bekenntnissen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Wirtschaftsstandortes, verbunden natürlich wie immer mit teuren Sanktionszusagen und Plänen für neue Abschreibungsmöglichkeiten, die die Reichen natürlich wie immer reicher machen und die Armen noch viel zahlreicher machen werden. Ja? So. Und wer hat uns denn in Deutschland eigentlich in diese Misere gestürzt 2009? Das war der Neoliberalismus. Das waren die Neoliberalen, diese neoliberale, fürchterliche Denkschule, die haben uns an den Rand des Wahnsinns getrieben. Die haben Billionen von Euro, von Dollar, von Kleinanlegern
vernichtet. Und bis heute haben die meisten der Verursacher nicht dafür gezahlt und hängen geblieben ist das wieder an uns selbst, meine Damen und Herren. Wir mussten dafür sozusagen gerade stehen. Ja? Wir haben es ja gesehen, was zum Beispiel in was in den USA los war, mit der riesigen Insolvenzwelle der kleinen Menschen dort oder der armen Leute dort. Das war der blanke Wahnsinn. Und Gleiches passiert ja jetzt hier in Deutschland auch wieder. Es wird wieder auf die Armen eingehackt. Ja, meine Damen und Herren, die Bundesmittel für das Deutschland-Ticket sollen gekürzt werden. Damit ist doch eindeutig klar, Arme können sich selbst dieses 49-Euro-Ticket nicht leisten. Das ist ein Skandal, das ist eine Schweinerei hoch 10, meine Damen und Herren. Aber was wollen Sie denn auch anderes von der SPD, von den Grünen und von der FDP verlangen? Das ist ein Abgesang dessen, was hier los, was hier an vernünftiger Politik zu erwarten ist. Es wird gespart auf den Rücken der Armen, während die Reichen, eine Kernklientel der FDP, an keiner einzigen Stelle in diesem Haushaltsentwurf oder in dem Konzept belastet werden. Die werden wieder beschenkt. Ja? Natürlich steigen für die Normalverdiener das Kindergeld um lächerliche 5 Euro. Das ist ein Almosen, meine Damen und Herren. Lächerliche 5 Euro. Ja? Aber das wird doch bei den Familien, die im Bürgergeldbezug sind, gleich wieder abgezogen, die 5 Euro. Und genauso auch der Kindergeld-Sofortzuschlag für Minderjährige im Bürgergeldbezug wird auch wieder weggenommen. Aber das sind alles nur Almosen und dafür gibt es natürlich für Spitzenverdienerinnen und Spitzenverdiener dann rückwirkend zum 1. Januar diesen Jahres dann die Erhöhung des steuerlichen Freibetrages, Kinderfreibetrages um 228 Euro auf 9.540 Euro und dann nächstes Jahr nochmal um 60 Euro auf 9.600 Euro. Und hieraus resultiert eine monatliche Steuerersparnis für Spitzenverdiener von 377 Euro. So die ersten Berechnungen. Meine Damen und Herren, Chefärzte, Investmentbanker und auch Topmanager erhalten also für jedes Kind bereits 2024 23,27 Euro mehr gegenüber 2023 und noch einmal 2,37 Euro mehr im Jahr 2025. Gegenüber eine Krankenschwester im Jahr 2024 dasselbe Kindergeld wie im Jahr 2023 erhalten und erst 2025 gerade mal 5 Euro mehr bekommen. Also was für eine lachhafte Nummer, was sich hier die Ampelkoalition hier geleistet hat. Und da ist es natürlich auch so, dass diese Steuerbefreiung für Überstunden, die nützt in allererster Linie erstmal was nur gut abgesicherten Beschäftigten und Unternehmen. Und dass die Arbeitgeberbeiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung für die Leute, die über das gesetzliche Regelaltersrentenalter arbeiten, dann erstattet wird an die Leute, schwächt doch nur eindeutig die gesetzliche Rentenversicherung. Auch dazu hatte ich Ihnen schon was gesagt, dass hier zu erwarten ist, dass Millionen Euro an Beitragsausfall wieder kompensiert wird. Und wer zahlt das dann alles wieder? Über den Bundeszuschuss, der dann erhöht werden muss, natürlich der Steuerzahler. So läuft das ganze Spielchen hier in Deutschland ab. Also meine Damen und Herren, fürchterliche Sozialpolitik zulasten der Ärmsten und der Armen in Deutschland und zulasten auch von mittleren Einkünften. Ja, also das muss man sich auch mal klar machen. Und wer ist mit dabei, meine Damen und Herren? Wer ist mit dabei? Die SPD und die Grünen. Und da kann man nur sagen, diese Leute haben den Neoliberalismus in sich aufgesogen und die haben nichts mehr für sie, für die Ärmsten der Armen und für die normalen Verdiener, die das Rückgrat dieser Gesellschaft darstellen, übrig. Das ist ein Skandal. Das finde ich ist ein wirklich rentenrechtlicher, ein rentenpolitischer Skandal allererster Güte. Und deswegen kann ich nur sagen, abgewählt gehören diese Leute und wir brauchen eine vernunftsorientierte Politik in unserem Land. Die nicht nur die wirtschaftlichen Interessen sieht, sondern auch die Interessen der Allgemeinheit, weil nämlich nicht die Unternehmen die Gewinne erwirtschaften, sondern sie und natürlich ich auch mit, ich erwirtschafte auch Gewinne und führe daraus dann entsprechend Steuern an das Finanzamt. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen werden, das soll es gewesen sein von meiner kleinen Meckerei, aber ich bin wirklich erbost über das, was hier abläuft aktuell
in Deutschland. Und ich hoffe, dass viele Politikerinnen und Politiker diesen Beitrag lesen und sich einfach mal an die eigene Nase fassen und sich fragen, kann ich das eigentlich noch mit meinem eigenen Gewissen vereinbaren, was ich hier im Rahmen der Koalition, der Ampelkoalition mittrage oder mittragen muss. Ja, es sind ja immer Gewissensentscheidungen. Ich hoffe, dass Sie alle da in Berlin auch tatsächlich als Politiker ein Gewissen haben und dass Sie sich jeden Tag auch früh, wenn Sie in den Spiegel gucken, auch wirklich mit ruhigem Gewissen in den Spiegel schauen können. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine superklasse Woche. Wird ja warm diese Woche. Heute ist der 15.07.2024. Ciao, ihr